ihr wieder da seid. Ich habe mir auch wieder ein paar Fragen rausgesucht, die ich euch heute zu Dredd beantworten möchte. Das letzte Video, was ist das hier eigentlich? Das letzte Video hieß ja Dredd Mythen. Damit bin ich auch noch nicht durch. Es gibt ja noch einiges an Dredd Mythen, die man so ausmergeln kann, wenn man möchte. Aber es kamen jetzt doch noch einige Fragen auf, die ich mir zusammengesucht habe. Und die helfen natürlich auch bei der Entscheidung, möchte ich mir jetzt Dredds machen lassen oder eher nicht. Also werde ich das heute erstmal für euch bearbeiten, dieses Thema. Ich würde sagen, wir starten. Ja, die erste Frage ist, wie viel Länge verliere ich eigentlich, wenn ich mir Dredds machen lasse? Ja, das hatte ich tatsächlich schon mal neulich in meinem Video grob angesprochen. Für die, die es nicht gesehen haben, hier kommt die Antwort. Ich habe neulich jemanden gehabt, der hat gesagt, ja, ich habe mich informiert und mir wurde gesagt, dass ich 3/4 meiner Länge einbüßen muss, wenn ich mir Dredds machen lasse. Das wäre schlecht. Nicht machen, wenn solche Aussagen kommen oder, oh ja, die Hälfte der Haare oder was auch immer. Nicht machen bei dieser Person, denn das wird nichts werden. Dann werdet ihr wahrscheinlich wirklich so viel Länge verlieren. Und damit ist euch nicht geholfen, wenn ihr dafür dann wieder Extensions anbringen lassen sollt und die dann auch wieder bezahlen sollt. Also das ist ja Quatsch. Wenn man die Länge schon hat, sollte man auch vernünftige Dredds damit hinbekommen. Also ich, wenn ich Dredds mache bei meinen Kunden, dann verlieren die Länge vielleicht, ich sag mal, so ein Stück, würde ich jetzt sagen. Mehr in der Regel nicht, weil man sollte sie auch nicht so hoch topieren, dass man da so ein Büschel hat am Dredd, um ihn dann wieder festzuhäkeln. Das macht keinen Sinn. Oder einfach nur dieses Palm Rolling, das ist, ja, manche kommen damit gut zurecht. Ich mache es nicht, weil ich finde, dass bei der Häkelmethode einfach es besser funktioniert, dass man nicht zu viel Länge verliert. Es kommt natürlich auch auf die Technik an, wie man Dredds erstellt. Aber grundsätzlich lasst euch nicht auf irgendwelche Deals ein, wenn es heißt, oh ja, da geht ganz schön viel an Länge verloren. Das ist nicht der Fall, das muss nicht so sein. So, das zu der Frage. Dann habe ich hier mir noch aufgeschrieben, Dreadschmuck. Ja, wenn man frische neue Dreads hat, dann ist es immer so, dass die Leute sofort sich auf den Schmuck stürzen. Die meisten zumindest. Und ich habe festgestellt, diese ganzen Holzperlchen oder was es da alles gibt, das ist ja alles auch nicht so schwer. Mir geht es nämlich jetzt gerade darum, hängt euch nicht zu schwere Sachen an die Dreads. Es gibt Menschen, die haben da Steine drin, weil da ein Loch drin ist. Muscheln, das ist ja auch alles, Muscheln zum Beispiel sind ja nicht so schwer, aber zum Beispiel diese Geschichte mit den Steinen. Ich habe da eine liebe Freundin. Ja, Claudi, ich muss es jetzt einfach loswerden. Falls du dieses Video guckst, sei mir nicht böse. Aber immer, wenn ich bei Claudi nämlich die Dreadpflege mache, wobei das hat aufgehört. Ich glaube, es hat sie gar nicht mehr drin. Aber es war mal so, dass sie Steine in ihren Dreads hatte. Sie hat Steine gesucht und gesammelt und diese Steine waren auch wirklich schön. Sie waren vielleicht so groß, aber es waren halt Steine. Gut, sie hatten ein Loch. Man neigt dann ja dazu, sich sie um die Kette zu hängen oder sowas zum Beispiel. Aber Claudi hat sie sich in die Dreads gehängt. Und was soll ich sagen? Naja, also erstmal ist es natürlich nicht so schön, wenn man jetzt zum Beispiel sich den Kopf so schüttelt oder irgendwie eine Bewegung macht und bam, diesen Stein voll ins Gesicht geschlagen kriegt. Drauf schlafen ist auch sehr schön. Da hat man nämlich hier so ein Loch in der Backe irgendwie, weil man morgens da so... Es sah auch wunderbar aus bei ihr und ich fand es auch irgendwie cool. Ich habe nur immer gedacht, na, ob der Dredd nicht vielleicht, weil sie hat auch recht dünne Dreads, ja, an der Stelle wird der Dredd auch dünn. Also ich habe es ja bei der Dreadpflege gesehen, es gibt dann Stellen, die etwas schmaler sind, wo dieser Stein halt drauf sitzt, weil es ja auch wirklich sehr fest drauf ist und das Gewicht halt zieht. Und ich empfehle nur, hängt euch nicht zu schwere Sachen in die Dreads, das kann schlecht sein für die Struktur des Dreads oder auch vielleicht einfach bei euch am Kopf, weil Dreadlocks, wenn man hier so ein Ding auf dem Kopf hat, wie ich zum Beispiel, ist es einfach schon Gewicht und die Nackenmuskulatur wird es euch nicht danken. An dieser Stelle, Claudi, ich liebe deine Dreads, ich finde sie wunderbar und das mit dem Stein, das fand ich auch süß, aber das war jetzt nur das Beispiel für mich, was ich damit meinte mit dem Gewicht. Also, alles Liebe. So,
Ja, dann haben wir noch, ich habe manchmal Kunden, die dann sagen, ah, ich kriege immer so schnell fettige Ansätze und meine Haare sind schnell am Fetten. Und dann kann ich immer sagen, hey, ab jetzt hört es auf. Weil das ist tatsächlich so, sobald ihr Dreads machen lasst oder Dreads habt, hört es auf, dass die Ansätze nachfetten. Ich glaube, es ist für mich zumindest logisch, würde ich jetzt so sagen, dass es daran liegt, dass die Kopfhaut einfach vielleicht mehr Luft bekommt, dadurch, dass es so eine gewisse Einteilung gibt und es vielleicht dadurch nicht mehr dazu kommt. Ich weiß es jetzt auch nicht genau. Also das wäre jetzt so meine Erklärung. Vielleicht habt ihr da ja auch irgendwie euch mal Gedanken zu gemacht. Fakt ist auf jeden Fall, sobald man Dreadlocks hat, fetten die Ansätze einfach nicht mehr nach. Ihr könnt da mal drauf achten, wenn ihr zum Beispiel einen Pony habt und der Rest ist gedreadet, der Pony fettet nach, aber die Ansätze nicht. Also das ist tatsächlich so. Achtet mal drauf. So, was habe ich denn noch? Ja, Dreads machen interessant, habe ich mir aufgeschrieben. Das ist zwar jetzt sehr oberflächlich dahingesagt, aber es ist tatsächlich so. Die Leute, bevor man Dreads hat, sieht man halt aus, wie man aussieht. Das mag ja auch schön sein dann in dem Moment. Habt ihr aber dann Dreads, ist das so ein Hingucker einfach. Ne? Die Leute finden das interessant, weil sie das nicht so oft sehen. Viele Leute wollen eure Haare dann anfassen und ach, darf ich mal fühlen? Das habe ich ja noch nie angefasst. Und Menschen möchten ja immer alles sofort anfassen. Das ist ja ganz wichtig. Man muss ja auch, wenn man jetzt in ein Geschäft geht, zum Beispiel eine Schatulle hochheben, die aufmachen, obwohl man weiß, da ist eh nichts drin, aber man macht es einfach. Und so ist das auch mit Dreadlocks. Ja, und ich finde immer, dass Dreadlocks bei den Menschen, ich mache ja auch immer Vorher-Nachher-Fotos, ich finde, dass Dreadlocks so diese Ausstrahlung, die eigentliche Ausstrahlung der Menschen, plötzlich so BÄM raushebt. Das ist, finde ich, immer einen ganz tollen Effekt. Und klar, es ist natürlich auch eine interessante Frisur, man kann damit unheimlich viel machen. Und deswegen ist man halt automatisch für andere Leute so, oh, was ist das denn? Guck mal. So, also, ne? Wisst ihr, wie ich das meine? Ja. Klischee-Kiffer. Ich habe lange überlegt, ob ich das Thema hier auf YouTube anspreche. Andere Menschen sprechen hier ganz andere Themen an. Ich habe immer ein bisschen Angst, aber ich tue das jetzt einfach mal. Ja, sobald man Dreads hat, ist man ja Hippie, Kiffer und hast du nicht gesehen. Diese Unterstellung kann man bekommen von Menschen. Das ist einfach so. Ich weiß nicht warum. Aber ja, es ist automatisch aber nicht so, dass Menschen, die Dreadlocks haben, kiffen oder könnte genauso gut sein, dass sie trinken oder was weiß ich. Das muss ja nicht sein. Das ist, ne, aber solltet ihr damit rechnen, also ihr solltet damit rechnen, dass Menschen euch dann schnell abstempeln. Auch wenn ihr es nicht seid. Aber das sind halt Menschen. Das ist nun mal leider so. Mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Das war auf jeden Fall bisher so meine Empfindung. Und ja, ich sage immer, Mensch, ich brauche jetzt nichts anderes, um glücklich und strahlend durch die Welt zu laufen. Das ist halt, ne, irgendwie auch vielleicht Gott gegeben. Keine Ahnung. Es müssen ja nicht immer Drogen sein. Also Finger weg von Drogen, Kinder. So, was habe ich noch? Genau, ein ganz wichtiges Thema, was ich witzigerweise in letzter Zeit öfter besprechen musste mit Kunden oder Kundinnen. Ich erstelle ja beruflich Dreadlocks und ich hatte jetzt in letzter Zeit wirklich Menschen, die, ich sag mal, unbedingt Dreads wollten und dann erst so in der dritten, vierten Nachricht damit rausrückten. Ja, aber ich bin noch nicht 18. Ja, ich mache niemandem Dreads, der nicht 18 Jahre alt ist. Weil ich finde, dass das, man kann das so oder so sehen. Ich finde es wichtig, dass ich das so mache, weil bis ich 18 bin, entscheide ich mich manchmal für komische Dinge, würde ich sagen. Wenn ich so auf mich selber zurückblicke damals. Also ich wollte damals auch ein Tattoo, wo ich heute denke so, Gott, das gut, dass ich das nicht gemacht habe. Meine Güte, das wäre furchtbar gewesen. So, und das sind halt so Sachen. Man will in einem bestimmten Alter bestimmte Dinge und macht sich nicht so viele Gedanken und bereut es irgendwann. Aber das mit diesem ab 18 mache ich halt einfach, weil die Menschen sind dann noch in der Schule, sind vielleicht, ja, es ist halt immer nicht so
einfach mit dem Umfeld. Zum Beispiel hatte ich jemanden, der wollte gerne seinem Kleinstkind, was in den Kindergarten geht, ein paar Dreads machen lassen. Ich mache auch bei Kindern im Kindergarten, in der Grundschule oder sowas keine Dreads. Gar keinen Fall, weil ich einfach der Meinung bin, habe ich ein Kind, das hat Dreads und es ist im Kindergarten. Und sei es nur ein Dreadlock. Wir kennen die Menschen. Menschen sind grundsätzlich nicht immer gut und wollen nicht immer das Beste für andere. Und sind dann zum Beispiel, ist ein Läusebefall im Kindergarten. Wird dein Kind, was Dreads hat, schuld daran sein? Für die anderen. Glauben mir, es ist so, ich habe es erlebt. Ich habe damals im Kindergarten gearbeitet. Ich bin gelernte Erzieherin. Ich habe sowas erlebt und dieses arme Kind hat dann keinen Spaß mehr. Die Eltern übrigens auch nicht. Ihr seid gebrandmarkt. Das ist einfach so, weil die Menschen einfach glauben, dass Dreadlocks eh dreckig sind. Die meisten glauben das. Klischee. Und wenn sowas ist, ein Läusebefall, ist natürlich der Schuldige schnell gefunden, weil das kann ja nur aus diesen dreckigen Haaren kommen. Ich sag das jetzt ganz klar so hart, weil ich habe es wirklich erlebt und ich möchte halt einfach die Leute davor bewahren, dieses Erlebnis zu teilen. Es ist nicht schön. Wobei auch Läuse sich nicht automatisch in Dreads verfangen, weil Läuse, das ist tatsächlich so, brauchen Platz und Wege, um sich irgendwie ihren Weg auf der Kopfhaut zu bahnen, um reinzupieken und Blut zu saugen. Die finden das nicht witzig, wenn man da irgendwie sich erst durch Knoten und Ansätze wursteln muss, aber das ist ein anderes Thema. Nur mal eben so nebenbei. Also Dreads mache ich nur ab 18 Jahren und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Sollten allerdings die Eltern dabei sein, mit einer Unterschrift vorher und ich vorher mit denen telefoniert habe und sie beim Termin anwesend sind, dann mache ich auch den Menschen Dreads, aber unter diesen nicht gegebenen Umständen dann eben nicht. So, ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt. Und ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also ich gönne ja jedem seine Dreads, nur man muss ja nicht irgendwelche Probleme forcieren. Ja. Dreads sind wie Motorradfahrer, habe ich neulich noch gedacht. Weil ich finde es so witzig, sobald man selber also als Dreadhead durch die Gegend läuft und man sieht andere Dreadheads, man lächelt sich automatisch an und grüßt sich. Das ist wirklich, also ich persönlich habe es bisher nur so erlebt, egal wo wir waren, im Schwarzwald oder in einer anderen Stadt oder einfach so, wenn ich irgendwo bin und ich sehe jemand anders mit Dreads, ist es immer so, also ich fange automatisch an zu lächeln und gucke mir auch wirklich die Dreads an und finde die Person dann auch schön und ja, grüße dann einfach. Und das kommt auch genauso zurück wie so ein Spiegel. Das ist total lustig. Und das finde ich schön. Dreadheads sind wie Motorradfahrer, wir grüßen uns. Oder Bullifahrer. Das ist so ein bisschen wie so ein Club, den es gar nicht gibt, aber der ist irgendwie trotzdem da. Ja, das finde ich ganz lustig an dieser ganzen Geschichte. Das ist so, ja, ein schönes Anhängsel dabei, ein Dreadhead zu sein. So, jetzt habe ich direkt einen Frosch im Hals. Habe ich noch was? Nee, jetzt habe ich schon wieder so schnell runtergerattert, aber es sind auch schon wieder 12 Minuten, die ich euch hier zuquatsche. Aber natürlich mit wichtigen Infos, die man auch für sein Leben. Ja, fällt mir jetzt spontan noch was ein. Mal eben ganz schnell drüber nachdenken. Ist kein Livestream gerade, jetzt könnt ihr nicht fragen, ich weiß, das würde mir jetzt gerade weiterhelfen. Aber nein, ich werde mir dann fürs nächste Video nochmal ein paar Sachen aufschreiben, um auch eure Fragen so komplett wie es geht irgendwie zu beantworten. Und auch jetzt heißt es wieder, wenn ihr doch noch eine Frage habt zu den Sachen, die ich jetzt gerade so erklärt habe, schreibt es gerne in die Kommentare und so schaffen wir es alle gemeinsam, Dreads wieder gesellschaftsfähig zu machen. Und nein, sie sind ja gesellschaftsfähig, aber ich finde es schade, dass da immer so, ach, Dreads ist dies und das und meinst du nicht und hast du nicht und ist halt schwierig, ist halt nicht so ein Allerwelts-Ding scheinbar. Wo ist das ursprünglich eigentlich? Naja, nicht Allerwelts, aber nein. Wie auch immer, das vertiefe ich jetzt nicht. Heute ist Samstag und ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Wenn ihr das Video später seht, wünsche ich euch eine schöne Woche oder wie auch immer. Und pflegt schön eure Dreads, macht euch schöne Frisuren, genießt eure Haare. Das klingt jetzt auch ein bisschen eigenartig. Naja,
Ihr wisst, was ich meine. In diesem Sinne, ich hab euch lieb, ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Alles Liebe, eure Schatten.